Hallo Freunde der Nacht und willkommen zu einem neuen Video. Wieder am Start mit Blaze. Was geht? Und The Last of Us 2. So. Dann sind wir jetzt hier, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, bei der Werkbank. Und die Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Hast du eine Idee? Ja. Und die wäre? Alles zurücklaufen. Dein Ernst? Ja, bis du so Würhendegal siehst, was du sonst in Schrein schieben kannst. Hey, ich kann nicht zurück, weil da, wo die Werkbank ist... Dann musst du erst an die Werkbank und nochmal deine Waffen verbessern. Habe ich aber. Letztes Mal schon. Ja, hat aber nicht gespeichert. Tolle Sache. Also, sonst setze ich die Winter nicht durch. Gut, dann machen wir das nochmal. Gehen. Gute Arbeit. So, dann habe ich das jetzt gemacht, bin fertig. Ach ja, jetzt lässt du mich durch, perfekt. Oh, hallo. Dann ist alles zurück, wo du ein Fernseher gefunden hast. Bevor du durch die Tür gehst, ist der Nachricht. Da sind wir halt egal. Hier nicht. Warte kurz. Bei mir redet die gerade noch. Beziehungsweise guckt zum Boden. Wo das Bücherregal war. Wenn ich da, wo das Licht herkommt. Ja, da wo das Licht herkommt, da guckt die auf den Boden. Wenn du weiterläufst. Achso. Ach da jetzt, klar, ja, ich hab's, ist in Ordnung. Ich hab's gefunden. Okay, klar. Na los. Was hat er hier unten? Nein, wird sich pinseln und sagt sie dann. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Naja, die Sache ist die, diese Verwirrungstaktik. Du sagst, es kommt einer, dann sagst du, es kommt keiner und dann kommt wirklich einer. Das ist vermutlich nur ein riesiger Fernseher, den er nicht teilen wollte. War jetzt hier noch was zum Looten, wenn du unten bist? Nee. Nee. Vor der Tür. Ganz unten bist aus dem Raum, willst du noch Testkassetten. Ich glaube, das ist die Seele. Oh mein Gott, das ist Gras. Mitnehmen. Kurz trocken, das Gras. Das erklärt. Toll, ja. Also vor dem Raum war jetzt was noch? Gar nichts mehr. Ich immer war noch so dran, noch die dies. Im Raum und wo? Ach da. Ja, ich hab's Kassetten, ja. Hey. Nee, weil du gesagt hast CDs, ich war gerade verwirrt. Videokassetten. Huh. Der Schwanz des Wolfs. Ich entscheide mich, dass ich ihn anschauen kann. Sind das Pornos? Sehr interessant, Eugene. Kann man aber nicht mitnehmen. Hier liegt noch, da ist noch ein Glas zum Untersuchen. Nur eine Kartmaske bauen. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck, gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Ja. Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus.
Hall. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist und 10 überwältigend, wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, das war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hält dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Wollen wir nicht drüber reden. Jetzt weiß ich, warum Dings nicht. Ach nee, jetzt spielen wir wieder Abby, wie die heißt. Och nö. Wie heißt denn nochmal der Dings nicht? Der Vater. Wie heißt denn nochmal der Dieter? Der, also nicht der Vater, aber Joel, ja. Ja, Joel. Ich weiß nicht, warum Joel mehr keinen Kontakt mehr wollte mit der. Warum? Ja, ich kann mich nicht konzentrieren, das ist halt... Ja, wo renne ich hier überhaupt hin? Was mach ich hier eigentlich? Nee, irgendwie nicht. Da reicht ja die Muni nicht ansatzweise aus, Digga. Ich hab 50 Schuss. Für 50 Zombies oder so. Nee, nee. Ja, Digga. Hallo, Spiel. Ich hab einen Weg gefunden. Ich nicht. Oh mein Gott, da kommt noch mehr. Ach, grüne Neune. Ey, ich brauche mal Hilfe, ich brauche mal einen Coach irgendwie. Kannst du mal ein Dingchen? Kann ich springen? Oh mein Gott, ja. Können wir mich gut durchlaufen? Weiß ich selbst nicht, immer nach links. Ich weiß aber jetzt nicht, wo lang. Ey, was mache ich hier eigentlich? Ich bin immer nach links gelaufen und dann irgendwann geradeaus und dann bin ich da über den LKW gesprungen. Oder über LKW, besser gesagt, über mehrere. Kennt ihr das? Ey, die Szene ist krank. Die Szene ist da richtig wie ein Bug für mich. Gott. Ich hab mitgenommen Pistolmuni und Medkit, glaube ich, aber das war's. Mehr habe ich nicht gesehen. Hey, was muss ich denn drücken? Leck mich doch. Ich kann hier mal aufhören. Was? Ich hab immer gesehen. Was ist denn jetzt meine Aufgabe hier, Alter? Einfach weglaufen. Ja, wow, du bist ein. Alles okay? Ja.
wir hin sollen. Was hatten die gemacht? Das ist jedenfalls zu viel Zombies auf die zukommen. Wir müssen alle warten. Ein Aufräumkommando holen. Wir müssen das überstehen. Auf die Fenster an. Cool. Ich hab's. Ja, noch hast du noch gar nicht, weil du musst noch eine Weile. Also hier, sehe ich nochmal zu. Ja, aber da bist du noch nicht fertig. Oh, ich bin drüben, Leute. Mann. Hau ab, Mann. Den haben wir irgendwie wechseln. Ach so, klar. Das ist unser Ausweg. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob es jetzt richtig war, den Hammer zu nehmen. Ich weiß es halt gerade ehrlich nicht. Bin halt überfordert. Hilf uns mit diesem Ding! Gut, hat sie erledigt, wenn wir die Brüche haben. Ich hab die Sonne aufs Fenster! Haltet mir diese Infizierten von hier! Hey! Auch hinter mir auf, Mann! Ja, bin tot. Das war richtig dumm gespielt. Die Brecht an den Händen. Ich hab den Hammer. Alter. Junge. Ich weiß ja nicht, bist du schon fertig gerade, oder? Nee. Wohin gehen wir? Ja, noch hier. Ja. Oh, die sind übertrieben. Das ist halt echt übertrieben. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt hier irgendwo einen Brief liegen lasse, dann kann das Spiel nicht mal. Ehrlich. Ja, wir sind auf dem Telefon. Brief. Ja. Jetzt hier auf dem Weg. Will talk? Hey, ich bin Tommy. Nee. Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja, ja, oh. Ist das
wirklich halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt, die Umgebung ist gesichert. Ist mein Kumpel Blake kurz weg gleich? Oder ist er schon weg? Okay, ich mach die Tür auf. Okay, du reitest mit mir. Komm. Mach die Szene jetzt noch kurz zu Ende und dann mach ich kurz einen Kampf und dann sehen wir uns gleich. Und die Szene hier mache ich auf jeden Fall noch zu Ende. Weil wie man sieht, sind wir gerade richtig belagert von Zombies. Also, das ist ja nicht normal, Mann. Okay. Richtig übertrieben. Meiner Meinung nach viel zu viel. Viel zu viel. Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Hör der Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Es war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Bleib einfach da, okay? Kannst du bitte warten? Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus.
ihr Bürsten, Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Hab gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Ja. Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Unnötig. Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Puta madre! Joel Miller. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Du dummer alter Mann. Ich lasse mich nicht hetzen. So Leute, das soll es gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt mir einen Kommentar zum Thema Verbesserungsvorschläge, wenn der Sound irgendwie zu laut war, weil ich hatte ihn diesmal ein bisschen lauter, falls es so passt. Und ja, hast du noch was zu sagen, Flori? Nein. Gut, dann soll es gewesen sein mit dem Video. Bis zum nächsten Video und ciao.